Grobe Sitten, brutale, gefühllose Personen. Sie sagten zu mir, sie haben es vermasselt. So quälen uns die alten Menschheitsfragen. Sind wir alleine auf dieser Welt? Werden wir jemals befriedigt sein? Ist dort irgendjemand für mich da, mit dem ich wirklich in Kontakt treten kann? So höre ich die alten Lieder und hänge den Texten hinterher. Und sie machen immer mehr Sinn, die Texte. Also sind auch andere Menschen auf die Wahrheit gekommen. Doch das wollten die alten Herrschaften nicht. Und so bekämpften sie die moderne Zeit. Die moderne progressive Zeit, die jetzt schon Vergangenheit wieder ist. Und die nachkommenden Generationen, sie schauen uns verächtlich oder mit Mitleid an. Sie müssen den Pfad des Lebens erst noch gehen. Ich habe noch viele Möglichkeiten der Realität und der Wirklichkeit im Kopf. Und wenn wir die Geschichte der Menschheit ansehen, dann war sie doch nicht die friedlichste und auch nicht die gemütlichste Geschichte. Zu wem gehörst du? So fragt man sich, und man hat Hoffnung und Erwartung an das Leben. Doch man wird enttäuscht und so wird man immer frustrierter. Du glaubst, du findest Halt bei den Menschengruppen, die das Gleiche durchgemacht haben im Leben? Oder du findest Zustimmung bei den Personen, die das gleiche Denken haben, deiner Meinung nach? Doch es ist leider nicht so für alle Personen. Du sehnst dich nach Erkenntnis und Liebe und Verständnis. Du sehnst dich nach der Erfüllung und der Verschmelzung mit einer anderen Seele. Manche Personen wollen dann auch noch die absolute transparente Aufklärung der Realität, die uns umgibt. Doch viele werden den Erkenntnisweg nicht mitgehen können. Und so bleibst du wieder alleine unter den Unwissenden, die oft auch grobe, brutale, gefühllose Personen sind. Versucht man sich die Zukunft der Menschheit vorzustellen mit einer positiven Vision von der Wirklichkeit, die uns erwarten soll, dann wird uns klarer, dass viele Menschen diese Wirklichkeit und diese neue Realität nicht mitgehen können. Und was wir auch wissen können, sie wollen auch nicht diesen oder vielleicht eine andere Vision des Zukunftsweges mitgehen. Sie wollen in der Vergangenheit leben bleiben. Welchen Platz du auch in der Gesellschaft eingenommen hast oder was andere Personen dir die Gefühle stimuliert haben, ich saß immer zwischen den Stühlen und den Gesellschaftsplätzen, die man einnehmen sollte. Ich konnte die Gesellschaftsplätze, die sie hatten, die konnte ich nicht akzeptieren und ich mochte sie auch nicht. Ich fühlte mich dort immer fehl am Platz und die Vordenker und Platzanweiser, sie haben keine Plätze in der Gesellschaft für Personen, die Freigeister sind und die mitfühlende, denkende Menschen sind. Personen, die in einem anderen mentalen Zustand sind als dem anderen Menschen.